Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Far Cry 3 und starten ein neues Spiel. Ich würde sagen, als Schwierigkeit nehmen wir einfach mal Überlebender. Ganz normal. Und ja. Ich muss sagen, ich habe das Spiel einmal durchgespielt, allerdings, ja, das Spiel macht extrem Spaß. Es ist ein sehr geiles Spiel, das habe ich, glaube ich, in 2 Tagen oder so durchgesuchtet. Das ist einfach so geil, wa? Naja, und es kommt so eine coole Zwischensequenz. Mein Bruder Riley und sein Pilotenschein. Wo verdammt ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer aussieht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten? Hier unten? Ist es vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir auf das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein. Tja, und das war... war's. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, spielen wir Jason und sind hier irgendwie gefangen und müssen hier irgendwie aus dieser Gefängniszelle entkommen. Und es scheint doch schon mal ganz gut zu laufen. Dreckiger Pisser! Bist du verletzt? Ich glaube nicht. Wir müssen die anderen finden. Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Was? Ruf die Wache. Tu es. Hey, komm mal her. Was ist? Hey, halte die Fresse, klar? Scheiße. Mann, Alter. Der schläft nur. So was bringen sie einem in der Armee bei. Okay.
Folge mir. So, und jetzt sind wir schon mal draußen, aber müssen natürlich... Wir müssen natürlich jetzt hier irgendwie aus diesem... Wir müssen hier irgendwie aus dem Lager entkommen und ja. Bleib, na komm. Bullshit, Steppmann! Ich lüg doch nicht! Sei nicht so ein Idiot! Das ist ein Junkie! Und seine Eltern haben Geld! Für den kriegen wir mehr als für alle anderen! Ja, wir sind hier... Hinhocken. Ach was, ich bin ja nicht die ganze Zeit gehockt. Hunde, warte, stopp. Seid still. Was regt dich der Hund so auf? Hey du, Sei leise. Boah, ist das eklig, hier überall tote Schweine, die gehäutet sind. Philippe. Eure Meldung. Hey, ist einer on? Dann weiter. Stück für Stück nach vorne schleichen. Fuck. Ganz langsam. Halt an, Marsch. Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. Weg. Was ist los? Erstmal hier durchschleichen, ganz vorsichtig. Scheiße, Mann. Wow, like a ninja. Wer ist da? Scheiße, Quent, was im Teufel? Da war tot. Tut mir leid. Dann ehrlich, wart ihr? Ich lache. Ihr heult und heult noch mehr. Das war's? Oh Gott, das sind echt viele, Mann. Scheiße. Das ist dieser Psycho. Vergeht. Und wenn man sich langweilt, wird man schnell wütend. Eigentlich kommt jetzt hier diese coole Kletteranimation. Ich frage mich, warum nicht. Das Tutorial finde ich ganz cool gemacht, weil es halt nicht einfach so, ja, gehe da und dahin. Wir sind noch nicht draußen, wir müssen uns immer noch vorsichtig verhalten. Erstmal hinstellen. Checkpoint erreicht. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab Dad versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Ach du Scheiße. Oh, nein! Bleib bei mir, Grant!
Sie ist gestorben. Halt durch, Greg, halt durch. Oh Gott. Nein, nein, nein. Du bist gefangen. Greg, Greg. Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Na los. Was, bist du taub? Ich sag, auf, verfickte Mann, du Feigersack. Lauf, Forrest. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Einfach laufen. Irgendwo hin. Einfach weg. Ach, gerade ist unser Bruder gestorben. Und jetzt... So ein Scheiß. Ah. Wohin? Ah. Jetzt lauf doch. Es ist noch nicht vorbei. Wir laufen und laufen. Alter Schwede, das ist ja... Eine Ecke sagt dem anderen. Ach du Scheiße, Helikopter. Der macht sich ja richtig einen Spaß draus. Lauf, lauf, lauf! Oh. Ach du Scheiße! Ich muss Riley und die anderen finden. Bitte lass sie am Leben sein. Ach du Scheiße. Oh. Da kommt der einfach von oben angeschissen. Naja, fast. Nimm das Messer mit. Ich hätte ja das Messer jetzt vielleicht mitgenommen. Das wäre ja mal ganz intelligent gewesen. Aber die Brücke sieht aber nicht so ganz. Ach du Scheiße. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Naja, eigentlich war es ja Crytek, aber gut. Da wird man hier von Far Cry 3. Effekt. Ja, ist ja gut, wir haben es verstanden. Das Spiel heißt Far Cry 3, ist ja gut. Geh in Deckung, um im Kampf sicher nachzuladen. In Deckung kannst du auch blind schießen oder über die Deckung zielen. Ich schieße nicht so gerne blind über Deckung, das ist irgendwie so Muni verschwenden. Der Pfad. Fuck, jetzt habe ich nicht geguckt, wie lange schon. Scheiße. Wie spät ist es? Das ist natürlich unpraktisch. Oh, fuck, jetzt habe ich das Mikro. Wo bin ich? Was zum Teufel? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Okay, alles cool. Satao. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Was? Ich heiße Dennis. Jason. Hey. Dennis, wie geht es dir? Bangau. Labalaba. Labalaba.
Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Okay. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Was mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Na dann ist ja gut. Wie bin ich hier gekommen? Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich. Und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier, Geld für Waffen. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es einen. Der ist Amerikaner und hat keine Waffen? Was ist das denn für ein Ami? Also wirklich. Das ist einfach kein echter Amerikaner. Was gibt es denn? $60 und wir können uns... Wir haben eine riesige Vielfalt an Waffen, die wir uns kaufen können. Also, ich bin am überlegen, was wir nehmen sollen, weil, also, es ist wirklich krass schwierig. Aber ich denke, wir nehmen die 1911, weil die sieht doch ganz schick aus. Ja. Jetzt sind wir pleite. Und haben eine Waffe. Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nicht... Dann folge mir, mein Freund. Ja. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel. Aus der Insel. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du... Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ich muss kurz mein Headset so ein bisschen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Ja. Grant Brody. Ob ich jetzt diese ganzen Geschichten vorlesen soll oder nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Also aus dem Survival Guide, hier gibt es ja eine ganze Menge Sachen. Zum Beispiel hier gibt es auch Speicherkarten, die zum Beispiel jetzt die Sachen der Drogen und so hier aufdecken. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Einfach, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das hören wollt. Gut, ich lese da ein bisschen was vor und ja. So, geheim. An meinen amerikanischen Mitbürger. Ich weiß von deiner Flucht aus Vaas Camp. Gute Arbeit. In den folgenden Tagen werde ich Informationen über diese Insel auf dein Tablet-PC hochladen. Informationen, die du zum Überleben brauchen wirst. Später werden dir außerdem spezifische Koordinaten mitgeteilt. Und schon bald werden wir uns treffen. Willkommen im Dschungel. Und dann können wir noch was... Grant Brody, das mit deinem Bruder tut mir leid. Ich weiß, er hat auf dem Armeereservisten gedient. Bei den Armeereservisten gedient. Sein Land ist stolz auf ihn. Und zu Jason Brody. Als du das erste Mal aus Vaas Gefangenen... Alter, ich kann heute echt nicht lesen. Ich muss zu meinem Verteidiger sagen, es ist 3:30 Uhr morgens. Also, als du das erste Mal aus Vaas Gefangenenlager ausgebrochen bist, habe ich nachgeforscht. Jason Brody aus Los Angeles. Gute Noten, guter Sportler im College. Nur Gelegenheitsjobs nach dem Abschluss.
Allein letztes Jahr 6-mal Fallschirmspringen, 2-mal Parasailing, 4-mal Bergsteigen, 7-mal Snowboard fahren. Du bist ein Draufgänger, hm? Vater tot. Du hast einen jüngeren Bruder Riley und du hattest einen älteren Bruder Grant inzwischen verstorben. Ja. Survival Guide. Ja, jetzt habe ich das von Jason Brody schon gelesen. Wow, diese, also wie man schießt, das hätte ja auch keiner erwartet. Das ist wirklich das Un... Ich meine, dass sie es kurz einblenden, ist okay. Ich glaube, jeder auf dieser Erde weiß, wie man eine Waffe bedient. So, also die Anfangssachen werde ich jetzt ein bisschen öfter vorlesen, weil sie schon wichtig sind, aber jetzt so spätere Geschichten nicht unbedingt. Also die Stadt Amanaki wird von den Raikyat gehalten und gilt als letzte Zuflucht der geistigen Gesundheit auf Rogue Island. Die Bewohner kämpfen, um ihre Kultur der Raikyat am Leben zu erhalten und hoffen immer noch, ihre Heimat vor der totalen Anarchie retten zu können. Doch vor der Stadt wartet der Dschungel. Hier gibt's doch noch Waffen, aber die lese ich nicht vor, weil das sind verdammt nochmal Waffen. Das muss der Funkturm sein. Also jetzt, das ist einfach eine Waffe, das ist einfach eine Knarre. Also, ich habe also das Spiel einmal schon durchgespielt und auch alle Sachen im Ubisoft-Funkturm, also diese Extra-Points, die man sich im Uplay immer holen kann. Ah. Ja, Tutorials zum Funkturm brauche ich auch nicht. Das ist ja noch alles relativ easy. Das wird noch schwieriger, hier raufzukommen. Also das ist, aber das sind alles so. So. Ich meine, das ist ja noch richtig mit Leitern und Treppen und ist ja nicht mal gefährlich. Nicht runtergucken. Ach komm. So. Einmal kurz zoomen. Das habe ich mir auch schon abgewöhnt, weil sonst ist es immer so, dass ich, naja, sagen wir mal so, ich habe sehr viel Zeug, man sammelt sehr viel Zeug an und ja, das, dann lootet man auch keine Kisten, aber am Anfang auf jeden Fall immer machen, weil das ist sehr wichtig. Und jetzt ist der Funkturm aktiviert und wir sehen eine coole Animation. Und wir haben hier alles aufgedeckt. Und kriegen XP, glaube ich. Ja, kriegen wir. Eigentlich. Also sollten wir eigentlich bekommen, also wahrscheinlich noch zum Tutorial. So, dann erstmal hier schön die Seilrutsche benutzen und... Netter Vater? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. M5. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh! Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst! Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Ich glaube, ich schieße sie lieber nicht ab, weil der so würde mich wahrscheinlich umbringen. Also die Leute sind hier, ich habe das schon mal ausprobiert, also auf Mitstreiter geschossen. Die fangen dann an, auf einen zu ballern. Und wenn man da jetzt hingeht, dann werden die immer noch auf einen ballern. Also, das ist ziemlich cool gemacht. Ich gehe nochmal erstmal kurz in den Shop und hole mir so eine coole Waffe noch. Wo ist die denn? Nee, MP ist hier. Die war doch... Nee, die kosten alle Geld. Welche?
Hier, die STG. Die nehme ich mal mit. Hab ich zwei nicht, ich habe nur einen Waffenslot. Okay. Was möchtest du kaufen? Und ich würde sagen, wir können auch gleich die Folge jetzt beenden. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ich jetzt, was ich alles vorlesen soll. Ich kann auch die Sachen zu den Waffen vorlesen, wenn das gewünscht ist. Aber, naja. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben und, ja. Tschüss und bis zur nächsten Folge.